Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Andy und heute geht es um die 5 Dinge, auf die du achten solltest, wenn du Kryptowährungen hast. Viel Spaß dabei! Der wichtigste Punkt, wenn du Kryptowährungen hast, ist deine Strategie. Ich sehe jeden Tag so viele Leute, die mir schreiben, hey Andy, wie machst du das mit den Coins? Was ist deine Strategie? Wie gehst du mit deinem Portfolio um? Und hier ist es wirklich ganz wichtig, von Anfang an eine klare Linie, eine klare Strategie zu fahren, um langfristigen Erfolg zu haben. Es gibt mehrere Strategien, ja, wenn du dich entscheidest, Kryptowährungen zu besitzen. Es gibt die sogenannte Hodler-Strategie, dass du wirklich deine Coins einfach kaufst und hodlst. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, hey, ich möchte mit meinem Geld effektiv arbeiten, ich möchte aktiv traden oder aktiv Profite erzeugen, und deswegen wirklich finde deine Strategie, überleg dir dein Portfolio. Ich empfehle auch wirklich jedem, mindestens 25% seines gesamten Portfolios wirklich in Bitcoin zu halten, weil meiner Meinung nach Bitcoin wirklich die Leitwährung, die stabile Währung ist, in die man wirklich gehen sollte, wenn man wirklich nach Stabilität aus ist. In diesem Sinne, erster Grund, Strategie wählen und langfristig durchziehen. Punkt Nummer 2, auf dem neuesten Stand bleiben. Es ist extrem, extrem wichtig, wirklich jeden Tag die neuen News reinzuziehen, die neues Update durchzulesen. Wirklich, das haben auch ich und Niki mit unserem Channel vor, wirklich die Leute tagtäglich mit neuen News zu versorgen. Und da ist für dich extrem wichtig, da du ja dein Geld investiert hast, wirklich mit diesem Geld zu 100% ja, vernünftig umzugehen, wirklich rational zu denken und den News zu folgen. Weil, wenn du heute dich entscheidest, in ein Projekt zu investieren, das vielleicht jetzt gut ist, bedeutet es nicht, dass dieses Projekt auch in einem Jahr noch extrem gute Resultate abliefert, sich an die Roadmap hält und so weiter und so fort. Deswegen ist es umso wichtiger, wirklich up-to-date zu bleiben, den neuesten News zu folgen und wirklich immer zu sehen, was am Markt passiert, denn es geht schlussendlich um dein Geld und ja, wir wollen natürlich nicht, dass du dein Geld verlierst. Orientiere dich dabei wirklich an Seiten wie CoinDesk, CoinGecko oder viele andere seriöse Seiten, die wirklich wertvolle und auch seriöse Infos bieten und ja, auf Infos, die du dir wirklich verlassen kannst. Sei auch regelmäßig auf CoinMarketCap und auf anderen Seiten, die dir wirklich ständig up-to-date halten, damit du weißt, was mit deinen Coins passiert. Punkt Nummer 3 ist die Volatilität. Es ist extrem wichtig, damit klarzukommen, wenn du dich entscheidest, deine ersten Investments in den Kryptomarkt oder deine ersten Kryptowährungen zu kaufen, dass du ja, die wirklich zu 100% bewusst bist und auch zu 100% weißt, dass dieser Markt sehr volatil ist. Ja, der Kryptomarkt ist extrem jung und dementsprechend auch noch unerfahren und da kann es sehr schnell passieren, dass manche Coins wirklich Schwankungen haben von 50% up and down pro Tag. Deswegen musst du dir im Klaren sein, wenn du investierst, dass du auch ja, wirklich wissen musst, dass deine Coins vielleicht morgen nur noch die Hälfte wert sind, aber vielleicht in 2 Tagen auch das Doppelte wert sind. Das ist ganz wichtig, mit dieser Volatilität umzugehen. Ich habe mittlerweile schon 4 Jahre Markterfahrung und habe keine Probleme mit der Volatilität, aber für viele Anfänger ist es umso wichtiger, wirklich sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, wirklich sich täglich die Infos reinzuziehen, weil dann spielen Sachen wie Volatilität, Kursschwankungen und so weiter gar keine Rolle. Der 4. Punkt ist die Sicherheit. Es wird viel über Sicherheit im Kryptomarkt gesprochen. Ich finde es auch sehr positiv, dass viele bekannte YouTuber ja viel über Sicherheit aufklären, aber dennoch gibt es täglich Hackerversuche, dennoch gibt es täglich Leute, die versuchen, die Wallet zu hacken, wirklich Geld zu stehlen. Da ist es für dich wichtig, wirklich ja, zu schauen, dass deine Coins sicher sind. Ja? Und da gibt es tausende von Börsen, es gibt viele verschiedene Wallets, es gibt Trezor, Ledger, Nano S, Hardware Wallets, es gibt Paper Wallets, Desktop Wallets und so weiter und so fort. Und da gibt es eigentlich nur ein paar wichtige Parameter, die du beachten musst, und zwar, dass dein Wallet wirklich Private Keys hat und dass du ja, und niemand anders im Besitz der Private Keys ist, denn dann kannst auch du immer entscheiden, wo gehe ich mit meinen Coins hin oder wann habe ich Zugriff auf meine Coins. Und neben dem Ganzen ist es natürlich auch noch wichtig, ein starkes Passwort zu haben, denn es ist genau das gleiche im anderen Markt oder bei den Euros. Ja, wenn deine Mastercard einen schlechten PIN hat, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn dein Geld morgen weg ist. Deswegen, Sicherheit ist eines der wichtigsten Punkte. Schau, dass du deine Coins sicher lagerst, die können in einigen Jahren sehr viel wert sein. Ich empfehle den Leuten auch immer wirklich nur einen kleinen Teil des Portfolios auf den Börsen zu halten, ja, da wirklich bei einer Börse die Private Keys ja nicht dir gehören, sondern wirklich am Exchange liegen. Wirklich nur mit dem Geld, mit dem du auch aktiv tradest, auf der Börse lassen. Alles andere bitte runter ja, auf Trezor Stick, auf Ledger Nano S und auf alle anderen Hardware Wallets, die wirklich sicher sind. Der 5. und der letzte Punkt, den ich dir weitergeben kann, ist die Wertschätzung.
wirklich viele Leute kommen täglich zu mir und sagen, ja, ich habe einen kleinen Teil meines Portfolios, meines Kapitals oder ich habe einen kleinen Teil meines Erspartes investiert. Ich schaue gar nicht drauf, das ist für mich nur Spielgeld. Und das ist meiner Meinung nach wirklich die falsche Denkweise. Weil ich sage immer den Leuten, investiere nur das, was du auch verkraften kannst, wenn es weg ist. Und die Leute sehen da immer ihr Spielgeld. Aber ich sage immer, das ist kein Spielgeld, denn du musst mit diesen Coins umgehen, als wäre es echtes Geld. Denn es ist auch echtes Geld. Im Jahr 2010 haben die Leute auch gesagt, hey, ich habe hier nur 30, 40 Dollar in Bitcoin, aber diese 30, 40 Dollar sind heute einige Millionen wert. Deswegen ist es für dich wichtig, mit jedem einzelnen Cent der Kryptowährungen vernünftig umzugehen, sicher umzugehen und auch wertzuschätzen, dass du diese Coins hast. Deswegen geh bewusst mit deinen Coins um, geh bewusst mit deinem Geld um, schätze es, dass du Coins hast, ja, wertschätze deine Coins wirklich wie echtes Geld und dann wirst du auch in Zukunft, ja, dich freuen, wenn die Coins steigen und dementsprechend Profite mitnehmen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe, liebe Grüße aus Paris und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.